Schnuffin? Wenn Schäferhund Dimitri dieses Kommando hört, geht's für ihn an die Arbeit. Der 2,5-jährige Rüde ist ausgebildeter Datenträgerspürhund. Eine von 6 in ganz Bayern. Seine Nase ist darauf trainiert, elektronische Speichermedien wie SD-Karten, Smartphones und Laptops zu erschnüffeln. Die meisten Einsätze haben wir ja im Bereich der Kinderpornografie und da überwiegend Handys, SIM-Karten, diese Geschichten. Aber jetzt mit dem Dimitri zum Beispiel habe ich auch schon einen Laptop gefunden in einer Betrugsgeschichte. Und unser größter Erfolg jetzt war im Verdachtsfall eines Missbrauchs, sexuellen Missbrauchs eines Kindes, 2 USB-Sticks. Wo waren die denn so versteckt? Der eine in einem Schrank und der andere tatsächlich in einem Schubladen. Der war zunächst nicht einmal als USB-Stick erkennbar. Ein Datenträgerspürhund ist laut Strasser Moraras vergleichbar mit einem Drogen- oder Leichenspürhund. Doch diese Art der Spezialisierung bedeutet eine intensivere Arbeit für den Hauptkommissar und seinen Vierbeiner. Denn Speichermedien können nur wenige Zentimeter groß sein und obendrein haben sie kaum Eigengeruch. 1,5 Jahre Arbeit, wirklich intensive Arbeit. Und für mich ist halt auch wichtig, dass wir weiterkommen. Es ist eine Pilotierung. Wir müssen schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich und einfach das Beste aus die Hunde rausholen. Eine einmalige Ausbildung reicht nicht aus, damit Hunde für den Rest ihres Lebens Datenträger schnüffeln können. Stattdessen müssen nicht nur die Tiere, sondern auch ihre Besitzer ständig trainieren. An der zentralen Diensthundeschule der Polizei in Herzogau im Landkreis Cham wird deshalb nicht nur ausgebildet, sondern auch regelmäßig unter realen Bedingungen geübt. Nach einem Einsatz oder Training ist es extrem wichtig, mit dem Hund zu spielen, erklärt der Hundeausbilder. Das ist für ihn auch abschalten. Er hat jetzt keinen Auftrag nicht. Das ist, man sieht es jetzt ganz deutlich. Jetzt hat Umwelt, der hier riecht. Das Ganze ist ja eine gewisse mentale Belastung, körperliche Belastung. Und wenn man dann einfach zur Ruhe kommt, dann an so einem Tag wie heute, jetzt er einfach raus aus dem Dienst. Und dann sind wir eigentlich auch nur privat unterwegs. Ralf Strasser-Moraras kann sich ein Leben ohne seinen tierischen Freund gar nicht mehr vorstellen. Für ihn ist Dimitri nicht nur ein vierbeiniger Arbeitskollege, sondern Freund und Teil der Familie.